Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Way Out mit dem, hier Nasenbär. Hallo. Und mit Bartmuschi. Ist mir jetzt aufgefallen, der Charakter sieht ein bisschen aus wie du. Was? So ein bisschen. Naja. So ein bisschen Ähnlichkeit habt ihr. Naja. So, wir sind gefluchtet. Wir müssen jetzt weiter fluchten. Ich geh da lang. Also, ciao. Wo geht's hier lang? Gott, jetzt gibt's ja noch verschiedene Wege. Wahrscheinlich führen die zum gleichen Punkt. Wahrscheinlich. Oh, wie schön. Mitspielerie. Alter, das ist doch zum Kotzen. Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt oder nicht. Aber das lässt sich jetzt auch nicht herausfinden. Doch. So, weiter geht's. Woo! So. Leo, hier musst du runterspringen. Okay. Geht nicht. Du hast auch eine gute Bremsung. Durch deine Nase. Das ist wie ein Fallschirm. Danke. Bitte. Ach, scheiße. Meinst jetzt die Nasen? Meine Hose nass. Kacke, ey. Bitte? Meine Hose ist nass. Ist sie wirklich? Nee. Doch, natürlich ist die nass. Guck mal unten. Also die trocknet jetzt wieder, aber die war nass. Ich glaube, das ist ein Schatten, oder? Nee, die war nass am Anfang. Jetzt ist sie wieder trocken, das geht sehr schnell. Das ist eine Schnelltrockenhose. Ja, die berühmten. Hey Vincent, get over here, man. Okay. Boah, ey. Der Baumstamm muss weg. Der Baumstamm muss weg. Schieb den Baumstamm zurück ins Meer. Wait. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Ah, schon wieder, ey. Zum Kotzen. You ever go camping, Vincent? Few times, when I was a kid. With the old man? Nah, my uncle, actually. And you liked it? Yeah. Who wants to sleep outside on the cold, hard ground when you got a perfectly good bed at home? Beat sleeping in a 9x5 room with bars, though. Well, you got that right. But seriously, though, why risk it? Risk what? Wild animals, bugs, no civilization, no toilet paper. Fresh air, no one bugging you, cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. But still, no toilets? Well, that's the charm with it. Ob es jetzt weitergeht oder nicht. Fische also fangen. Fische fangen. Wasser aufwühlen. Okay, müssen wir die vielleicht so in die Enge irgendwie treiben? Weiß nicht. Das kann gut sein. Mach dich nass, du Fisch! Oh, einer ist entkommen. Wie soll ich den fangen? Ja, wahrscheinlich brauchen wir dafür irgendwas. Aber du hattest recht mit der Hose, die wird wirklich nass. Nee, sind nur Schatten. Leck mich. Oh, hier ist ein Feuer und hier kann man manchmal einen Speer, ich hab's das gelernt. Damals. Nein, oh, ich blase mal. Ja, kannst du gut. Ich such mal Holz. Ich hab einen Speer gemacht. Sehr gut. Soll ich dir helfen? Ich weiß es nicht so genau. Ich muss die ja, ich glaube schon. Obwohl, ich werde eins mit dem Wasser. Du musst als Fisch denken. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Warte, ich mach eben das Feuer an. Blub, blub. Blub, blub. Oh, das ging gut. Blub, blub. Blub, blub. So. Blub, bin bei dir. Blub. Ha, ich hab einen Stein getötet. Nee! Du Monster. Okay, nochmal. Es kommt da hier, Drecksfische.
Bam, 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 bam. Ich glaube, hier haben sie keine andere Wahl. Hier müssen sie an mir vorbei. Nee, ihr sollt ja nicht lang. Hier, Achtung. Bap, 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 bap. Bap. Ja, mach dich mal weiter zum Windy, ey. Viel jetzt sollst du übrigens. Ey. Du sollst die übrigens fangen. Ich hab keine Handschuhe, tut mir leid. Das Wasser. Das Wasser nicht mehr so gut aus. Davon können wir uns auch keinen Fisch kaufen. Das ist richtig. Ja, dann los, jetzt, jetzt! Muss sie auch vielleicht bewegen! Ich hab einen. Oh mein Gott, du hast einen. Luckshot. Ja, ich bin halt nicey Mac nice nice. Ach du Heiliger. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Ja, ich hab einen Fisch. Super. Oh. Ich glaube, du musst dir auch so ein Ding schnitzen. Alles muss man. Ja, ich brauche dann aber trotzdem eine Hilfe. Ja, was soll ich machen? Just a little more. Kann ich ihn wieder ablegen? Ah, kann ich Tatsache. Okay, wir gehen da wieder in diese Enge rein. Da ist ganz gut. Hab einen. Ich bin professioneller Wasserauffüller. Hast du überhaupt gemacht? Klar. Nicht gesehen. Ja, das ist ja die Technik daran. Keiner sieht, was du tust. Das Spiel nimmt gerade irgendwie ungeahnte Züge an, oder? Ja, mal schauen. So. Und da vergeht die Zeit. Ach, ich darf meinen Fisch auch nicht essen. Nein. Der ist nur Deko, der wird gebraten, wieder ins Meer zurückgeworfen. Ins Meer. Ja. Guck. Wir haben auch kurz die Position gewechselt. Scheint ja geschmeckt zu haben. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy, with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering? Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky, so I told him I wanted out. He killed my brother, as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we're gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay?
schön drumherum gekommen, warum du ein Problem mit dem hast. Hat der Handy doch geschmiert. Hat wahrscheinlich den Ü-Ei geklaut oder so. Ja, aber das ist schon krass. Ja, gut, das stimmt. Hätte ich aber auch ein Problem mit ihm. Dafür verdient er den Tod. Aber hallo. So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Oh, das war schön. Look at that. Oh, guck mal. You're making progress, Leo. Mein neues Haus. Ich lade dich da auch gerne ein, ist kein Problem. Oh, das ist aber nett. Muss ich aber bezahlen, oder? Ja. 395.000 Dollar. Ach, cool. Pro Nacht. Wenn du das ist. Ey, wenn es nur das ist. So, Schlüssel haben wir auch, sonst wäre die Tür nicht aufgegangen. Ist doch schön, dass alle nur so Blech, so Bleche vor ihrem Zaun haben. Oh. Okay, die machen wir kalt. Mit dieser Schrotflinte. Amis. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Und dann essen wir ihre Kekse. Crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Trust me, I'm an engineer. Letztes Mal haben wir deinen genommen, diesmal nehmen wir meinen, weil ich glaube, das Weil irgendwie klingen deine immer irgendwie langweilig. Ja, weil sie, ja, weil meine smart sind. Ja, langweilig, sag ich doch. Sure, wherever, man, let's try it. Okay, come on. Crap. It's locked. Oh yeah. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else hört man ja auch gar nicht. Still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. Winner, winner, chicken dinner. Jetzt hab ich's gehört. Hat man vorher auch schon gehört. Oh, eine Kuh. Hm? Scheiße, wir hängen fest. Die haben uns. Nein. Brauchen wir die Leiter? Ah ja. Let's find something to climb up there. Guck mal nach vorne. Also laufe ich auch mal mit einer Leiter rum. Ich bin Leitergeil. Wo ich nehme? Ja, da oben. Maybe, wo so Loch ist. Ja, die Leiter ist gar nicht mal so einfach. Da-di-du-du-bi-du-bi-du-du. Du könntest aber ein Pferd klauen und damit wegreiten. Ja, wir könnten aber auch... Weil, also was, wir können, ist, was ist an der Kleidung so auffällig? Wir können auch Lasagne machen. Ja. Ja. Okay, wir müssen uns erstmal alles abchecken hier. Vincent, this might be able to scare the horses. Aber da sollten die vielleicht auch draußen sein. There are the horses. Naja, muss man sogar. This, one down, two to go. Yep. Let's free them all. Vorne ist noch eins. Was da hinten? Lemge? What's wrong with this lamp? Come on, you piece of shit lamp. Ich repariere jetzt die Lampe, oder? Boah, ich sehe endlich was geil. Okay. Ich brauche wieder eine Hilfe. Ah, wir müssen die Tatsache aufmachen, die Tore. Haben wir irgendwas hier? Ich weiß es nicht. Come on, get moving.
Klappt nicht. Fühlt sich nicht verantwortlich. Okay, warte mal. Das Ding ist... Was ist da auf? Ja, hier. Die andere Seite war nicht offen. Ach so. Ja, aber das Ding fährt ja eh da hinten runter. Ja, aber im Vorschlaghammer kann man die bestimmt erschrecken. Zu schwer, ne? Ja, gut. Aber der Betonmischer da oben, der klappt bestimmt. Ja, durch den Krach werden die abhauen. Pferde sind Fluchttiere. Wo ist die Waffe hin? Tja, und da sind sie weg. Weg. Und wir sind wieder allein, allein. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Ich fahre. Kannst du gerne machen. Weiß nicht genau wohin, aber okay. Ja, ich gehe hier durch die offene Tür. Ja, du willst aber fahren. Ich telefoniere mal eben. Ja, mach das. Netflix bestellen und so, ne? Hi, is this Steve? Wer ist Steve? Rob? Absolut keine Ahnung. No? Wo ist die? Radio anmachen. Hey, one large with Thanks. Ich spiele mal ein bisschen Benjo, ne? Ich telefoniere in der Zeit mal weiter. Alles klar. Oh. Nee, abbrechen ist mir zu schwer. Was musst du denn machen? Warte mal, ich mach mal normal. Das ist, glaube ich, mit dem Controller ein bisschen einfacher. Tasten drücken. Verkackt. Weißt du, auf der Flucht erstmal Musik spielen. Ja, Alter, ja, was ist denn los hier? Man merkt, wir nehmen unsere Flucht sehr ernst. Alter, ne, au. Okay. Ich geb's auf. So, mein Song ist fertig. Wunderschön. Meinst du, denen fällt das auf, wenn wir Pizza bestellen und so? Nö, aber hier ist der Gier am Kühlschrank, können wir uns Essen rausholen, glaube ich. Ich habe Streichhölzer gefunden. Ja, kann man bestimmt gebrauchen. Als ob ich jetzt den Kamin anmache. Was geht denn jetzt ab? Oh. Oh. Warum soll ich denn jetzt den Kamin anmachen? Netflix and chill, Junge. Ja, komm. Oh. Komm mal hier. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, ja, ich wasche jetzt für die ab. Alles klar, läuft. Das ist dann wie bei Schneewittchen. Wer hat mein Geschirr gewaschen? Ja. Oh, ich setze mich mal hier so ein bisschen hin. Hey, du hast ihn Oh, guck mal, kannst du gar lesen. Ach, ein kleines Büchlein. Ah, schön, schön, schön. Jo, ich hab den besten Job. Hey, Vincent, let's change clothes. Alright, man. Haben wir hier? Dein Spiegelbild sieht ein bisschen verzerrt aus. Ja, das muss so sein. Bist ein bisschen bekifft, oder? Wo habe ich denn jetzt die Waffe her? Das weiß jemand. Nicht zu gucken. Was war das? Hey, my grandma had one of these. Hast du dich überhaupt umgezogen? Ja.
If only the cell beds were this. Komm, Schatz. Ich glaube, das ist die seltsamste Flucht, die ich je gesehen habe.